wenn dir das Haar nicht ins Gesicht fallen würde. Dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Ja, aber wenn man ernst genommen werden will, muss man entsprechend aussehen. Dabei hilft kein Aussehen, sondern der Verstand. Der natürlich auch, klar. Dein Verstand, das alte Ding, hat ganz besonders Großartiges erreicht. Oh, danke. Aber das Gesicht ist das Fenster zur Seele, oder so ähnlich. Wer sich mächtig fühlt, der ist mächtig. Das ist wohl wahr. Ich zeige dir, wie man sein Haar flechtet. Das wird dein Leben verändern. Könnte Spaß machen. Perfekt. Dann muss Hephaistos nur einen Rasenmäher erfinden, damit wir diese Braun in den Griff kriegen. Ja, und mit diesen Worten hallo und herzlich willkommen zurück in Immortals Phoenix Rising. Wir sollen Athena die Essenz zurückbringen. Da mussten wir leider in der letzten Folge vorher cutten, weil das doch ziemlich lange gedauert hat mit den ganzen Verliesen, die wir hatten. Und ja, ich bin mal gespannt. Muss ich mit dir sprechen? Ja, ich muss mit dir sprechen. Hast du sie? Meine Essenz? Genau wie geplant. Bist du bereit? Ich glaube schon. Weise Athena, Götter und Sterbliche seit an seit. Unter deiner Führung zu ewigem Ruhm. Phoenix, du hast mich zurückverwandelt. Du hättest dich aber wirklich etwas mehr beeilen können. Und die Flügel, die du trägst, sind eine echte Gefahrenquelle. Daedalus' Werkzeuge sind schäbig und schlecht durchdacht. Und wo wir gerade von schäbig sprechen. Hermes! Jetzt geht das wieder los. Sie hat auch immer was zu meckern. Oh, Athena, wie schön, dass du zurück bist. Denke ich. Ja. Vielleicht sollte ich mein Urteil in Zukunft etwas sorgfältiger fällen. Weißt du, ich bewundere dich. Du bist kritisch, aber auch weise. Zumindest meistens. Danke. Gemeinsam werden wir einen neuen, weisen Plan erdenken. Aber wir hauen Typhon doch immer noch eine rein, oder? Phoenix begriff, dass es nicht immer ein Makel ist, kritisch, wertend oder stur zu sein. Es kann einem die Sicherheit geben, schlechte Ratschläge zu ignorieren. Vielleicht hätte ich öfter auf Athena hören sollen, statt selbst immer im Recht sein zu wollen. Vielleicht ist selbst der große Zeus fehlbar. Nein, das meinte ich nicht damit. Mein Urteil ist eigentlich immer herausragend. Du hast mich an einen Felsen gekettet! Ein Adler frisst jeden Tag meine Leber! Ich weiß. Ja, und damit haben wir Tag des Gerichts abgeschlossen. Sehr schön. Kommt denn automatisch eine Folgequest? Anscheinend nicht, aber wir haben ja auch noch etwas, was wir definitiv noch machen können. Ich schau mal eben. Wir haben, glaube ich, einige Sachen gehabt, die wir hier auch noch machen können. Genau, 7 Stück habe ich. Nee, Moment, 7 Stück brauche ich und 5 habe ich. Okay, dann können wir es noch nicht machen. Das ist genau andersrum. Dann dürfte das hier auch etwas problematisch werden. Also wir hätten beim Bogen, den könnten wir auf 4 verbessern.
Wofür brauche ich denn sonst das Rote noch? Ach so, ja klar, für Axt und Schwert, genau. Das Schwert ist ja im Endeffekt unerheblich, das brauchen wir sowieso nicht. Wir haben die Axt jetzt auf 4. Ich würde jetzt schon fast sagen, dass wir den Bogen... Oh, der springt aber ganz schön hoch, muss ich sagen. Ah, Moment, können wir... Nee, beides können wir... Ach, können wir wegen dem Blauen nicht. Ja, ja, ja. Wobei der auch ganz schön hoch springt. Also wenn ich da mit der Axt draufhaue, ich würde sogar fast sagen, dass wir dann erst die Axt machen. Weil den Bogen, den benutze ich dann natürlich nicht so oft. Und ganz ehrlich, also bis ich wieder die 8000 zusammen habe von den blauen Kristallen. Ich meine, die roten sind nicht das Problem. Da haben wir jetzt insgesamt sogar genug für beide. Aber bis ich die 8000 wieder zusammen habe und die machen noch wesentlich mehr Schaden, dann würde ich sagen, dass wir das erstmal so lassen. Hier können wir, glaube ich, 10 haben wir noch. Göttliche Kräfte, was war das nochmal? Ein gewaltiger Hammer schlägt auf den Boden und stößt Gegner und Objekte zurück. Schaden und Betäubung. Ist sicher nicht schlecht, denke ich mal, wird aber jetzt nicht oft brauchbar sein. Den habe ich schon mal in... diesen einen, wie hieß das nochmal, irgendwas mit Götter, Weg der Götter oder sowas. In dieser einen Probe da von dem DLC, glaube ich, war das, habe ich das mal benutzt. Ich weiß aber nicht, ob wir den brauchen, bin ich ganz ehrlich. Wenn wir natürlich da reinkommen sollten, in so ein Verlies, dann sollte ich den schon haben? Moment. Achso, die habe ich alle. Okay, nee, ich gucke jetzt gerade beim Falschen. Explosive Kopfschüsse. Ja, gut, okay. Auf Kopfschüsse lege ich es eigentlich momentan selten an. Aufgeladener Zorn des Ares. Entfesselt einen aufgeladenen Zorn des Ares mit einem 100% erhöhten Wirkungsbereich, der Schaden und Betäubung verursacht. Okay. Das hört sich nicht schlecht an. Erhöht die Anzahl von Treffern für Zorn des Ares auf 4. Naja, gut, ich sag's mal so, im Kampf habe ich es so bisher noch nicht benutzt. Verbraucht ein Ausdauerfeld, um auf Gegner zuzuspringen. Mein getragenes Objekt automatisch. Okay. Kleinere Gegner ranziehen. Hiermit kannst du schwere Objekte ziehen und tragen. Erhöht den Gesamtschaden des geworfenen Objektes. Aber das kann ich doch jetzt auch. Deswegen verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Hiermit kannst du schwere Objekte ziehen und tragen. Okay. Das heißt, also theoretisch, weil ich weiß natürlich nicht, wann wir das eventuell mal brauchen. Aber wenn wir das mal im Dungeon brauchen sollten, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt erstmal den hier erwerbe, damit ich den dann... Das war eigentlich doof, oder? Moment, Jetzt weiß ich es nicht. Mist. Ich glaube, ich hätte den erwerben können, ohne den da drüber zu holen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, das war jetzt wirklich doof. Das war jetzt richtig, richtig doof, was ich hier gemacht habe. Fähigkeiten, das sind die gleichen gewesen. Aber die sind alle so 5 jetzt noch rum, ja. Also Zweierfähigkeiten haben wir nicht. Ist alles kostet mindestens 5. Okay. Ja, gut. Das Problem ist natürlich, ich verdiene so ja nicht wirklich diese Chaosmünzen. Der braucht auch 7 und ich habe nur 5. Okay.
Ja, schön ist das nicht, aber naja, sonst haben wir... Ach so, doch, irgendwas mit Tränke hatten wir noch da hinten. Genau. Die können wir auf jeden Fall nochmal herstellen. Maximal. Die haben wir alle. Haben wir dann auch noch Punkte hier? Ne, wir brauchen... Brauchen wir Punkte? Ne, ich wollte gerade sagen, wir brauchen diese einen hier. Okay, dafür bräuchten wir allerdings... Oh, 12 haben wir jetzt. Okay. Das andere waren die Ausdauersachen, ja. Der Schaden wird erhöht. Na gut, die habe ich bisher noch nie benutzt. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal hier mit. Und ich glaube, das, genau, das war jetzt zu viel. Die könnten wir jetzt theoretisch noch nutzen. Betäubungsschlag. Das ist dieser Angriff. Und das ist Verteidigung, ja. Füllt bei Treffer 10% eines Gesundheitsfeldes auf. Ja, nee, dann sparen wir das aber auf jeden Fall für die Ausdauer auf. Okay. Ja, die scheint ja... unheimlich begeistert zu sein gerade. Okay, ich guck mal eben auf der Karte. Ich meine, da wäre... Ja gut, wir können natürlich die anderen Götter noch machen, das ist klar. Aber ich meine, da wäre auch noch so eine Nebenquest gewesen. Etwas ist an der Küste der Goldinsel aufgetaucht und Hermes will, dass Phönix es sich näher ansieht. Hermes scheint recht aufgeregt und besorgt zu sein und faselt die ganze Zeit irgendwas von anderen Reichen. Nee, andere Reiche, das hört sich für mich so nach dir jetzt hier an. Das machen wir jetzt definitiv nicht. Die Goldinsel mag schön sein, aber sie wurde von Typhon verdorben. Triff dich mit Hermes am großen Baum im Tal des ewigen Frühlings. Das könnten wir jetzt machen. Das ist, glaube ich, die Quest gewesen, die wir gemacht haben, bevor wir dann... mit Athena angefangen haben. Gibt es da irgendwo... Ja, da gibt es schon in der Nähe einen Punkt. Dann könnte ich dahin reisen. Da würde ich sagen, ich mache mich mal auf zu den... Oh, na Moment, ich habe hier auch eine Schnellreise. Wunderbar. Okay, das finde ich jetzt gerade nicht so schön. Vor allen Dingen will ich es auch gar nicht dunkel haben. Das sieht dann immer alles so hässlich aus. Ich muss da hoch. Hinten leuchtet doch was so nicht. Hallo? Ja, weiter hoch. Weiter hoch. Genau. Ist gut. Das nehmen wir direkt mal mit. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir genau hin? Da, wo es so komisch leuchtet? Ist das ein See? Da ist auf jeden Fall Wasser, ne? Hermes, Hermes. Ich muss noch ein Stück höher, oder wie? Hä, wie soll ich denn... Soll ich denn da jetzt an den Baum hoch? Ach so, ich kann nicht da hoch, wo Moos ist, okay. Ja, komm. Nein, du solltest dich da hochziehen. Ja. Gut. Geh doch einfach nach links, komm. So schwer ist das nicht. Ja, los, weiter. Weiter. Okay. Da kommen wir gar nicht hoch. Kann ich mich da rumhangeln? Ich denke. Ich sehe mich gerade nicht mehr. Okay, das sieht gut aus. Und Hermes sollte dahinter sein.
Warum der nicht auf dem Olymp gerade mit mir sprechen konnte, ist mir aber schleierhaft. Mir bleibt jedes Mal fast das Herz stehen, wenn du das machst. Hast du mir was mitgebracht? Ja, hier sind deine Steine. Magische Steine. Und eigentlich gehören sie Apollon. Doch er hat mir eine gewaltige Kraft verliehen. Gut. Schütteln wir die Dinger mal durch. Geist der Weissagung! Lass uns unsere Zukunft gegen Typhon, den Schattenherrn, sehen. Oder gib uns wenigstens bessere Anweisungen. Bitte, bitte? Was sagst du? Unmöglich. Wo ist mein Denkfehler? Das muss heißen, dass wir für die wahre Prophezeiung Apollon persönlich brauchen. Ich meine, das ist eine große Frage. Da wendet man sich direkt an den Boss. Du sagtest, er wäre nicht mehr auf dieser Insel. Apollon! Hallo? Apollon! Bruder? Ist das sein Ernst? Fürchte schon. Ich hab eh nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich schätze, wir müssen zur Statue von Apollon und Daphne. Eine direktere Verbindung fällt mir nicht ein. Vielleicht ist Apollon nicht zu Hause. Vielleicht sollten wir einfach allein weitermachen. Nein, nein. Vertrau mir einfach. Versprochen. Wenn du meinst, ich hoffe, es klappt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Schon wieder? Gehst du echt niemals zu Fuß? Ja, aber von uns wird irgendwie ständig erwartet, dass wir zu Fuß gehen, beziehungsweise, dass wir zumindest, ja, nichts anderes machen können. Schauen, dass ich hier nicht runterfalle. So. Okay. Das liegt in der Richtung. Und ich denke, das war der Palast da hinten. Ich weiß nicht, das konnte man jetzt eben nicht so richtig sehen. Und wo springe ich denn jetzt hier am besten? Kann ich hier... Anscheinend nicht. Na gut. Okay. So, hakt ein bisschen beim Springen, wenn man im Baum springt, aber okay. Ach nee, das ist da unten der. Jetzt sehe ich den erst. Okay, ihr seid liebe Bären, oder? Ja, zumindest die Bären. Ihr seid liebe Bären, ja. So. Ich muss aber da ran. Oh, kommt die denn jetzt her? So nicht, mein Freund. Aua. Kriegst du halt so eine auf die Fresse. So. Oh! Den habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hier. Wo ist der andere? Okay. Ich denke mal nicht, dass da jetzt noch was war. Nee. Okay, Questbereich. Nicht schön, nicht schön. Rufe Apollon, indem du die mystische Herausforderung von Apollon und Daphne abschließt. Das habe ich schon befürchtet.
Gut, in die Richtung soll ich anfangen. Oh mein Gott, wie soll das denn Mitte gehen? Also ich kann jetzt nicht... mal schauen. Nein, das war... Ja. Das war die falsche Taste. Ich hoffe, dass wir überhaupt alle finden. Das ist ja immer so eine Sache. So. Da noch. Aber da waren noch zwei hintereinander. Das habe ich jetzt noch im Kopf. Und ist dann die am Ende? Oder mittendrin? Oder was weiß ich? Ja, okay. Ich sehe schon. Nein. Achso, doch, dahin muss ich. Ah. Yes. Ja, die war doch einfach jetzt die Herausforderung. Ja. Ich bin unberechenbar. Das ist attraktiv. Und? Auch hier ist kein Apollon. Komisch. Ich war mir ganz sicher. Aha! Ich weiß, was noch fehlt. Apollon hat seinen Lorbeerkranz nicht. Aber die Statue trägt doch einen. Hermes, alle, die ich liebe, wurden versteinert. Ein schrecklicher Titan hat's auf mich abgesehen. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich schaffe das schon. Wir brauchen nur den echten Kranz. Weil Apollon den Unterschied merkt, egal wo er ist? Natürlich kann er das. Ein Lorbeerkranz aus Stein? Das ist total mesopotamisch. Finde den echten Kranz und bring ihn zu dieser Statue. Oder wir machen's zusammen. Ach... vergiss es. Ja, was auch sonst wieder. Ich habe hier aber gerade noch irgendwo so eine Harpie gehört in der Nähe. Beschaffe einen Lorbeerkranz. Okay. Ja. Dann... schauen wir doch mal, wie einfach oder nicht einfach das sein wird. So, Moment. Können wir da... ja, können wir hier. Und tschüss. Nein, ich bin nicht da. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Danke und tschüss. So, Moment. Muss ich da ganz oben hin, glaube ich, ne? Was ist das? Habe ich dieses Muschelrätsel habe ich doch, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Das kommt mir jetzt irgendwie so bekannt vor. Zumindest hatte ich was mit irgendwelchen Riesenmuscheln, das weiß ich noch. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe, das ist jetzt hier auf dem Felsen drauf. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal bald eine Felsspalte oder sowas kriegen, wo wir uns draufstellen können. Oder natürlich ganz oben ankommen. Hallo? Oh mein Gott. Okay, das war jetzt keine gute Idee. Eigentlich sollte die darauf stehen bleiben, aber das wollte sie jetzt nicht. Oh, das sieht ganz, ganz böse aus. Ganz böse. Das war's. Komm. Ist das dein Ernst?
Ach, willst du mich denn veräppeln? So blöd kann die doch nicht sein, ehrlich jetzt. Da können wir ein bisschen höher anfangen. Nein. Oh. Was macht die denn hier? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nutzen können zum Draufstehen. Die hatte doch eigentlich genug Platz an der einen Stelle. Warum sie das jetzt nicht gemacht hat, keine Ahnung. Nein? So, hier kannst du dich kurz ausruhen. So, und jetzt weiter. Das muss jetzt aber reichen. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann kriege ich echt Krise. Komm, weiter, 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 weiter. Ich glaube an dich. Oh, geht doch. Okay, gut. Da haben wir erstmal noch Ambrosia, sehr schön. Tja. hier oben ist jetzt ein Questbereich. Das wird klappen, hoffe ich. Oh, er meint es gut. Ich dachte jetzt mit Questbereich ist jetzt gemeint, dass ich erst eine Quest machen muss, bevor ich jetzt an den Lorbeerkranz komme. Na toll, da zu dem Baum muss ich. Okay. Nee, zu dem Baum? Stimmt gar nicht. Ja. Also ändert der jetzt hier die Richtung. So. Das war die Herausforderung. Wo war jetzt der Lorbeerkranz? In welche Richtung? Da hinten? Nee, doch. Ach so. Okay. Vertrau mir. Apollon und ich sind Brüder und Freunde. Vergiss das nicht. Hast du nicht seine Rinder geklaut? Vergiss es doch. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Denk nach. Naja, Apollon ist nicht nur der Gott der Weissagung. Er ist auch der Gott der Musik. Wie wär's, wenn wir ihm ein Ständchen... Musik? Wie einfallsreich. Ich weiß ganz genau, mit welcher Melodie wir ihn kriegen und auf welcher Riesenlyra wir sie spielen müssen. Wir sehen uns dort. Ich laufe. Nein, wirklich. Kein Problem. Ich laufe gern. Ja, da ich jetzt davon ausgehe, dass wahrscheinlich noch mehrere solche Sachen kommen und nicht nur die Sache mit der Musik kommt... Ich weiß auch gar nicht, wo man das jetzt... Ach so, ach, man muss zum ersten Teil wieder hinreisen. Der einäugige Gigant, da will ich nicht hin. Oh, da bekommt man als Belohnung ein Pferd. Also sprich ein Pegasus, ein geflügeltes Pferd. Das ist natürlich... Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ganz ehrlich. Also ich denke, dass das wohl wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann hoffentlich in der nächsten Folge soweit sind, dass wir uns die Belohnung sichern können. Bis dann. Ciao.